Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Serie Erfolgreiche Gewohnheiten. Heute mal vom Sylenter See. Ein traumhaftes Wetter, ein blauer See, noch etwas kühl. Ich habe es heute Morgen probiert, zum Schwimmen noch viel zu kalt. Wenn Sie Lust haben, wieder ein paar Zeilen aus meinem Buch Erfolgreiche Gewohnheiten mit persönlichen Tipps und Anmerkungen von mir. Ich mache einfach da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und zwar erinnern Sie sich, dass mein MacBook keinen Ton mehr von sich gab und ich mich dann am nächsten Morgen ins Auto setzte und zum Apple-Händler fuhr. An der Diagnose, schon per Telefon vorab, änderte sich nichts. Die alte Platte ist hin, nicht mehr zu retten. Ich lasse eine neue einbauen und kaufe gleich noch das neue Betriebssystem. Zu Hause an die Neuinstallation. Meine letzte vollständige Datensicherung ist leider schon einige Monate her. Zum Glück liegen meine Mails bei Google. Die wichtigsten Daten bekomme ich wieder. Vieles, was ich in der Zwischenzeit erstellt habe, ist aber weg. Und jetzt das Erstaunliche. Mein eigenes Verhalten. Meine Gelassenheit inmitten dieses Desasters. Noch vor wenigen Monaten, vor Beginn meiner Gelassenheit-Challenges, hätte ich lautstark geflucht, hätte mich maßlos geärgert. Hätte das die Festplatte wieder zum Laufen gebracht? Und sicherlich nicht. Ich hätte mir nur das Leben schwer gemacht. Mein Leben und das meiner Mitmenschen. Das heißt, diesen ersten harten Belastungstest hat meine Gelassenheit-Challenge bestanden. Jetzt die Frage an Sie. In welchen Bereichen wünschen Sie sich mehr Gelassenheit? Und was wäre, wenn Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin fragen würden, in welchen Bereichen würden die sich von Ihnen mehr Gelassenheit wünschen? Wenn Sie wissen möchten, wie Sie das erreichen können, schauen Sie mein Buch, schauen Sie die anderen Videos an, schicken Sie mir eine Frage gerne dazu. Mein Name ist Jörg Weißner und ich helfe Ihnen bei Ihrer Gelassenheit und natürlich auch bei Ihren erfolgreichen Gewohnheiten.